Es gibt hier links unten die Eigenschaftenpalette im Modelltrimmer und in dieser Eigenschaftenpalette werden so die Eigenschaften des angeklickten Bauteils angezeigt. Falls man was anderes haben möchte, kann man auch ein Bauteil anklicken oder gegebenenfalls Bauteile auch einfach per rechte Maustaste dann Drag and Drop hier einführen sozusagen und dann die Inhalte anzeigen. Je nachdem, was man für ein Bauteil hat, zum Beispiel die Wand hier oben angeklickt. Da gibt es eine Bezeichnung und wenn man die Wand ändern möchte, kann man Doppelklick drauf machen und dann hier, was weiß ich, sowas wie Wandrahmen eingeben. Oder das Ding anklicken und aus dem Pulldown-Menü die entsprechenden Sachen auswählen. Das ist die Möglichkeit, die man dann letzten Endes hier hat. Die Eigenschaftenpalette kann auch noch für andere Sachen genutzt werden. So wird jetzt dann gleich gefiltert innerhalb der Wände, die aber erst einmal über das Auswahlkriterium Objektklasse als Ganzes ausgewählt werden, per Klick hier. Per Rechtsklick wird dann mal das Ganze isoliert. Und dann sieht man ja die Eigenschaften aller Wände, die ausgewählt sind. Da wird ein Filter eingegeben nach dem Attribut Gewerke in dem Fall. Und da gibt es dann die Möglichkeit, das aufzublättern. Und wenn man dann die Attributwerte anklickt, werden dann abhängig von den Attributwerten die unterschiedlichen Bauteile ausgewählt. In dem Fall wird wieder per Rechtsklick ins Fenster alles angezeigt und der Filter kann hier dann gelöscht werden.